Hey Friends, wir sind hier im Billabong Park und wir sind. Gemäue! Sag mal Gemäue! Wir sind hier gerade in Townsville und es hat eben geschüttet wie aus Eimern. Wir wollten heute auf eine Insel fahren, mal gucken, was wir dann machen. Und es hat in unser Zelt reingeregnet, weil ich Depp das Fenster aufgelassen habe. Jetzt habe ich das ausgeräumt, um die ganzen Pfützen da wegzumachen. Und jetzt haben wir einen kleinen Mitbewohner in unserem Zelt. Mal gucken, ob ich den noch finde. Nämlich ein kleiner Gecko. Wo bist du denn? Hallo, komm raus. Uiuiui, der hat auch Angst. Erzähle ich das ebenso der Jule. Was hast du eben gesagt, Jule? Was du mir erzählt hast. Ja, heute Nacht bin ich aufgewacht, weil ich dachte, oh Gott, da war eine Spinne an meinem Kopf. Da dachte ich umgeguckt, da dachte ich, oh, so ein Gecko von außen. Ich habe den als beobachtet, wie er da rumgekrabbelt ist. Auf unserem Zelt außen drauf. An meinem Kopf. Aber das sind ja süße kleine Tiere, also zum Glück war es keine Spinne. Was? Oh,
Also nicht alles läuft glatt bei unserer Backpacker-Reise hier. Wir haben gerade schön gewaschen und dann entdecken wir einen Lippenstift in der Hosentasche. Schön lila. Und alle unsere Klamotten sind jetzt voll. Und das ist, darf ich einmal zeigen, das ist Skims Bluse. Und so sieht alles aus. Jetzt haben wir einfach lila Flecken auf unserer Klamotten. Was soll's? Hi Leute, ich habe die Ehre, euch jetzt auch ein bisschen was zu erzählen. Also Jule wurde gerade von einem Vogel attackiert. Jule, was ist los? Aber du hast... Hey Hannah, ist auch wieder da. Ja, also wir sind heute Morgen von Townsville gestartet. Und ja, wir sind mit einem kleinen Zwischenstopp in Mission Beach. Auf jeden Fall auf dem Campingplatz, direkt am Meer. Wir laufen gerade hin. Wir saßen heute eigentlich den ganzen Tag im Auto. Ja. Weiß ich nicht. Ich muss schön laut reden. Okay, ich muss schön laut reden, damit ihr mich auch alle versteht. Aber ja, gut, er kommt schon. Hanna, das war low. Hanna hat heute versucht, von einer Palme zu springen, hat in den Garten, hat leider nicht geklappt. Und ist runtergefallen, wie Lassa sagt. Setz mal deine Brille richtig auf. Hallo!